Hey Freunde, hier ist wieder euer Agent Nader und heute spielen wir den Epilog. Auf geht's. Dieser Spiel hat massive Spoiler zur Geschichte von Wet Dreams Don't Dry. Sind Sie sicher, dass Sie den Epilog spielen möchten? Ja, klar. Kurz vorher. Freunde? Freunde? Du hast die Firma halb in den Ruin getrieben und meinst, wir sollen noch Freunde sein? Also, wir haben ja einiges zusammen durchgemacht, nicht wahr? Ja. Vergiss nie, woher du kommst. Vergiss nie, wer dich groß gemacht hat. Lange vorher. Wird es solche Handys nicht mehr lange geben? Die Zukunft gehört modernen Geräten, die viel mehr sind als nur Telefone. Und wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Nun, also jedenfalls, ich bin der Meinung, dass wir jetzt schon weiter nach vorne blicken müssen. Dabei dürfen wir uns nicht von kurzfristigem Profit leiten lassen. Es geht darum, den Menschen im Alltag zu helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als CEO von Prune möchte ich dieses Projekt vorantreiben. Eine neuartige, tragbare Hardware, die auch eine revolutionäre künstliche Intelligenz besitzt, an der ich gerade arbeite. Ich nenne sie Pi. Und das Gerät, mit dem sie kommt, PiPhone. Okay. Wenn wir alles richtig machen, wird dieses Gerät ein unerlässliches Hilfsmittel im Alltag jedes Menschen sein. Und die Welt verändern. Interessant. Und nicht nur das. Wie Sie an der Finanzprojektion sehen können, wird dieses Gerät uns an die Weltspitze aller Hard- und Softwarefirmen katapultieren. Hard vor allem, ne? Für Sie als Investoren ist das eine einmalige Chance. Das halte ich für äußerst optimistisch gerechnet. Was für eine verrückte Idee. In so ein Spielzeug sollen wir investieren? Klassische Handys wird es nicht mehr lange geben. Klassische Handys wird es nicht mehr lange geben. Was für ein Blödsinn. Mehr als telefonieren will doch niemand mit sowas. Das Geschäft läuft doch gut. Warum nicht einfach weitermachen wie bisher? So erreichen wir neue Zielgruppen. So erreichen wir neue Zielgruppen. Warum sollen wir die Stammkundschaft vergrätzen? Hä? Tun wir auch nicht. Aber Tasten sind doch viel praktischer. Solche Geräte sind, glaube ich, flexibel. Solche Geräte sind unglaublich flexibel. Ja. Oh nee, da sieht man doch nur Fingerabdrücke drauf. Ach Quatsch. Wie auch immer, das ist mir zu gefährlich als Geldanlage. Hä? Das Smartphone ist schon weit hergeholt. Über diese künstliche Intelligenz will ich gar nicht reden. Hä? Das ändert aber alles. Abgesehen davon, es ist wirklich ein Problem Ihrer Firma, dass unbedingt eine Frau an der Spitze stehen muss. Das ist sowas von abgedroschen. Das ist echt. Sie uns vielleicht noch einen Kaffee bringen? Immerhin machen Sie was her in dem Kleid. Würde Ihnen auch als Sekretärin gut stehen. So eine Idioten, ey. Branche. Küchenausstattung ist ja auch Hightech. Ja, ich sehe schon, wie böse sie wird. Da sollten wir wirklich lieber in anderen Bereichen investieren. Irgendwas mit Waffen vielleicht. Ach ja, so ist das also. Später. Also später als eben. Nicht später als die Szene davor. Später jedenfalls. Und ich muss einfach nur so tun, als würde ich verstehen, wovon ich da rede. Oh ja, ich dachte, ihr Schauspieler könnt Texte auswendig lernen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass es so wirkt, als hättest du die Ideen gehabt. Natürlich, das ist meine Spezialität. Du musst auf der Bühne überzeugend wirken, die Technologie verkaufen können. Auch wenn es nicht deine ist. Hast du nicht gesagt, du bist noch nicht so weit mit dieser virtuellen Helferin? Du meinst Pi? Ach,
Die ist weit genug. Ich muss die Entwicklung finanziert bekommen, damit ich den Algorithmus selbst lernend machen kann. Das wird alles verändern, wenn es fertig ist. Wir können hier wirklich etwas verbessern, den Menschen helfen, die Welt zu einem gerechteren Ort machen. Und wenn die Präsentation ja gut verläuft, habe ich den Job? Wenn die Präsentation gut ja will, kannst du alles haben. Was? Du bist dann offiziell der CEO von Prune Incorporated. Dir wird die ganze Stadt gehören. Alle werden dir zu Füßen liegen. Alle? Alles klar, okay. Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Wir können jedem Menschen auf dem Planeten das Wissen der Welt liefern. Vegane Latte mit Tofu-Strudel und Mangostan-Extrakt. Ach du Scheiße. BJ? Bill Jobs. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Ach du Scheiße. Hört sich gar nicht so schlecht an. Vielleicht solltest du dich immer so nennen, Bill. Oh. Da hätten wir unseren BJ. Wir sehen uns dann morgen zur Präsentation. Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, ich mich auch. An den Anzug. Ach, und mach irgendwas mit deinen Haaren. Wieso? Das sieht doch fresh aus, was er da hat. Okay, und nun? Als neuer CEO von Prune möchte ich dieses Projekt vorantreiben. Eine neuartige, tragbare Hardware, die auch eine revolutionäre künstliche Intelligenz besitzt. Ich nenne sie Pi. Und das Gerät, mit dem sie kommt, Pi-Phone. Pi-Phone? Verflucht, BJ. Das werde ich jetzt nie wieder aus den Köpfen der Leute bekommen. Haha. Und wie man an der Finanzprojektion sehen kann, wird dieses Gerät uns an die Weltspitze aller Hard- und Softwarefirmen katapultieren. Für Sie als Investoren ist das eine einmalige Chance. BJ war das, ja? Nun, ich kann sehen, dass Sie ein Mann von Format sind. Und das ist schon eine interessante Idee, dieses Pi-Phone. Aber überzeugt bin ich nicht. Klassische Handys wird es nicht mehr lange geben. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser klingt das. Ja. Das Geschäft läuft doch. Aber gut. Warum nicht einfach weitermachen wie bisher? So erreichen wir neue Zielgruppen. Das ist wirklich gut gesagt. Ein Touchscreen? Aber Tasten sind doch viel praktischer. Solche Geräte sind unglaublich flexibel. So ja habe ich das noch gar nicht gesehen. Das stimmt. Also, BJ, ich muss sagen, so eine fachlich beeindruckende Vision der Zukunft habe ich noch nicht gesehen. Und Sie machen wirklich was her in Ihrem Anzug. Man merkt, wie viel Fachwissen Sie haben. Ja. Ich glaube, unser Geld ist bei Ihnen in exzellenten Händen. Ding, ding. 1000 Punkte. Es hat funktioniert. Wie konntest du das alles nur so versauen, BJ? Du hattest alles, was du dir jemals hättest erträumen können. Aber immer wieder bist du durchgedreht. Hast dich sinnlos in der Stadt betrunken. Gerade so konnten wir verhindern, dass es an die große Glocke gehängt wurde, in welchen Spelunken man dich finden konnte. Oh je. Hast du sogar einen geheimen Prototypen in dieser Kneipe verloren. Ach, und was ist mit dir? Hast du vielleicht alles so hinbekommen, wie du geplant hast? Jedes deiner Versprechen gehalten? Deine neue revolutionäre KI, die das Leben aller Menschen verbessern sollte? Pi, die selbstlernende Pi 2. Alles nur Betrug. Oh je. Die jetzt streiten die sich. Haben, waren doch nur Datenkraken, mit denen wir uns eine goldene Nase verdient haben. Sonst nichts. Ich wäre schon viel weiter, wenn du nichts geschossen hättest. Was ist aus dir geworden? Du warst mal eine talentierte junge Visionärin. Du wolltest damals das ja Leben der Menschen verbessern. Jetzt ist sie aber nur noch süchtig. Ich habe alles dafür getan, alles versucht, aber niemand hat auf mich gehört. Niemand ja, hat ja, mir ja, Chance das stimmt. Niemand. Alert, alert, alert. Verflucht, wir haben einen Eindringling. Wer zum Teufel ist das jetzt? Ich muss mich darum kümmern. Ein Wegsperren von Larry später. Ich kann nicht glauben, dass Larry hier aufgetaucht ist. Aber jetzt kann er nichts mehr anstellen. Bin ich vielleicht etwas zu streng mit Ihnen? Nein. Sie bekommen, was Sie verdienen. Ich habe oh lange auf mir rumtrampeln lassen.
Der Vorstand weiß genau, dass ich die Einzige bin, die diesen Schlamassel aufräumen und die Firma retten kann. Der Laden gehört mir sowieso. Es wird Zeit, dass ich offiziell ins Rampenlicht trete. Vielleicht war doch gar nicht so schlecht, was Larry angezettelt hat. Ich muss mit dem Vorstand telefonieren. Verflucht, kein Empfang. Vielleicht da oben. Also, sie geht von selbst. Okay, ja, das ist wahrscheinlich die, ja, von ihrer Sicht aus das ganze Ding. Also nicht von Larrys Sicht, sondern von ihrer Sicht aus, die ganze Story bis, von da bis da. Ah, der Vorstandsvorsitzende. Perfekt. Ich wollte gerade anrufen. Ja, den Aktienkurs habe ich gesehen. Ja, und? Mag sein, dass diese Anwältin gegen BJ was in der Hand hat, aber der ist sowieso raus. Aber noch habe ich die Mehrheitsanteile an Prune und ich... Ja, aber... Was für ein Investor. Hm? Was für Investor, hä? Auf keinen Fall. Das ist jetzt verwirrend. Und das ist immer noch meine Entscheidung und nicht die eines Investors. Egal, wie viele Anteile der kauft. Das stimmt. Das stimmt, komplett. Ich habe gesagt, dass ich die neue KI noch nicht fertig programmiert habe. Im jetzigen Zustand ist sie nicht ausgereift. Wenn wir sie in ein Produkt einbauen, könnte das... Ja, aber... Jetzt ist aber die... Der Vorstandsvorsitzende... Ich habe Zugriff auf den Code. Und das werde ich nicht ändern. In den falschen Händen ist die KI gefährlich. Ich muss erst weiter daran arbeiten. Ich reagiere nicht gut auf Drohungen. Unglaublich. Wenn ich offiziell CEO bin, werde ich erstmal den ganzen Vorstand austauschen. Den Teufel werde ich tun, bevor ich denen meine KI gebe. Die bleibt auf meinem persönlichen P-Phone. Und nirgendwo sonst. Ja. Faith! Jetzt kommt Larry, der sich befreit hat. Komm mir nicht zu nahe. Lass uns das ausdiskutieren. Du bist schlimmer als BJ. Der hält echt nicht viel aus, was? Zwing mich nicht, runterzuwerfen. Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment, was für ein Türöffner? Jetzt rumst es. Der rote Knopf bei der Tür? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Ja. Was hast du getan? Du Idiot hast die Selbstzerstörung aktiviert. Rums, die Bums. Da fliegt auch schon das ganze Ding in die Luft. Ach, der rote Knopf. Der rote Knopf neben der... Ach, ist doch scheißegal. Faith! Geh nach links. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Du bist zu schön, um platt gemacht zu werden. Larry, ich glaube, wir sollten... Ja, jetzt kommt diese Szene nochmal. Rums die Bums! Jetzt kriegt ihr erst den Puck auf den Schädel. Ah. Mir brummt der Schädel. Bin ich hier? Wie bin ich hier gelandet? Und wer bin ich? Mein Name ist... Moment, es liegt mir auf der Zunge. Verflucht! Okay, ganz ruhig. Ich muss hier doch etwas finden, das mir weiterhilft. Igitt? Er zappelt, ja. Zur Not könnte ich damit auch auf Piraten schießen. Hoffentlich verheddere ich die nicht. Das Scharnier... Was? Das Scharnier ist verrostet. Ja, das stimmt. Okay. Bug. Jetzt lädt das hier. Alles klar. Okay, jetzt. Igitt, das ist ja ganz schleimig.
Mal sehen, was darunter ist. Der hat ein Loch. So brauche ich ihn nicht rumzuschleppen. Mal schauen, was drin ist. Man weiß ja nie, ob nicht plötzlich ein U-Boot auftaucht und einen Pass sehen will. Die Währung gilt in der Gegend hoffentlich. Da sind Dokumente drin. Das ist offenbar eine tragbare Batterie. Strom zum Mitnehmen. Praktisch. Hoffentlich ist es auch wirklich meine Unterwäsche. Na, was denn sonst? Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Was ist das denn nochmal für ein Ding? Wie kann ich helfen? Huch, also, ich bin hier auf dem Boot und weiß nicht mehr, wer ich bin. Name? Faithless. So heiße ich? Bestätigt. Gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Lagebeurteilung läuft. Sensoren aktiviert. Bitte warten. Das ist mir hier entschieden zu viel Wasser. Sturm registriert. Gefahrenstufe 1. Nähert sich Ihre Position. Es wird empfohlen, den Aufenthaltsort bald zu ändern. Kannst du Hilfe rufen? Ich kann über die Notruffunktion Ihren Standort weiterleiten. Dann los. Notruffunktion wird... Akku schwach. Energiesparmodus wird aktiviert. Bitte schnellstens aufladen. Piep. Ding. Hey. Verdammt, wo soll ich hier Strom auftreiben? Ja, wo wohl? Ah. Okay. Ich glaube, diese Batterie funktioniert nicht. Ach. Gute Idee. Nicht. Ach. Okay, was machen wir jetzt? Hä, wieso habe ich diesen Stöpsel? Ich lasse ihn. Das Wasser ist zu trüb. Ich kann darin nichts ausmachen. Einfach so bekomme ich den nicht zum Laufen. Das Seil ist völlig verklemmt. Fest versch... Ich weiß, was ich mache. Ich nehme das hier. Nee. Mann, ich habe gesagt, ich nehme das hier. Ich lasse ihn besser da, wo er ist. Ich lasse ihn besser... Ich lasse... Ach Gott. Der Rettungsring ist festgebunden. Dann nehme ich das hier. Ich lasse ihn besser da, wo er ist. Hä? Was muss ich denn machen? Fest verschraubt. Okay, das ist jetzt sehr, sehr weird. Das ist sehr, sehr weird. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was ich noch machen soll. Hä? Okay. Wasser. Rettungsring. Zack. Gehen wir zurück. Gehe jetzt zum Bug. Vielleicht, wenn ich den Stöpsel nehme. Den da reinstoppe. Was? Ey! Loch! Hä? Wieso? Okay, vielleicht, wenn ich das schleimige Teil da reinstoppe. Nein. Hä, wieso nein? Was soll der Blödsinn? Der hat ein Loch. Ach. Was ist, wenn ich die Superbatterie da reinstecke? Zweckentfremdung. Ja, schön für dich. Gute Idee. Warte mal, hier ist ein Nagel. Den kann ich nicht aufnehmen. So ein Sheet! Ich mache ihn wieder zu. Hier ist nichts weiter? Okay. Okay, zurück. Jetzt ist alles geschmiert. Dann schauen wir mal. Ich bin zwar nicht verletzt, aber mal sehen. Warum habe ich den dringenden Wunsch, das einem Typen über den Mund zu kleben?
einem Typen. Larry. Anzug. Natürlich doch. So, das nehme ich auch noch. Kann man immer brauchen. Hoffentlich piekst die mich nicht in meiner Tasche. Andererseits, das Kleid hat ja keine Taschen. Wer auch immer. So. Als nächstes, Das wäre Hä? Alles klar, läuft. Bin ich ein Roboter? Ich habe doch keinen USB-Anschluss. Mhm. Bug. Das sollte reichen, den Eimer wieder benutzen zu können. Dann nehme ich den Eimer. Geflickt könnte er mir nützlich sein. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bug. Zum Hack meine ich. Weil dort wartet nämlich Wasser zum Wegschippen auf mich. So. Okay, dann mal los. Wasser zu Wasser. Schraubendreher. Jetzt will ich aber auch was schrauben. Einfach so bekomme ich den nicht zum Laufen. Offen. Der Rettungsring. Offen. Jetzt habe ich einen Rettungsring, aber gerettet bin ich noch nicht. Sehr witzig. Okay. Was soll das? Das packt. Okay. Einfach. Das sei. Lassen wir. Lassen wir. Ja. Das ist alles sehr, sehr fragwürdig, was hier passiert. Ach so, okay. Ich verstehe. Ich nehme das und schraube damit das. Jetzt ist es offen. Der Motor hat Bluetooth? Welche Firma kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Keine Ahnung. Kann sich anscheinend mit nichts verbinden. Wahrscheinlich, weil der Akku des Telefons zu schwach ist. Wir brauchen ein Kabel. Wir brauchen ein verfluchtes Kabel. Aber wo? Man weiß. Ich weiß noch nicht. Ein Kabel. Irgendwas werde ich damit schon anfangen können. Klack und zurück. Zum Bug. Zum Heck. Ach, warum sage ich immer Heck und Bug? Warum verwechsel ich das immer? Wie doof. Okay. Ohne Strom. Verdammt, das Kabel passt nicht rein. Vielleicht habe ich es falsch herum versucht. Ich versuche das. Geht auch nicht. Nein? Wie nein? Ohne Strom? Das wäre. Lassen wir das. Das wäre. Wieso machst du das nicht? Okay, ich drehe es nochmal herum, aber was soll das? Ja, perfekt. Perfekt! Jetzt hat es geklappt. Ich hasse USB. Ja, wer hasst es nicht, ne? So, jetzt nehme ich das P-Phone. Und lade es damit. Akku lädt. Alle Systemfunktionen wieder verfügbar. So, und jetzt? Sturm registriert. Gefahrenstufe 2. Nähert sich schnell. Es wird empfohlen, den Aufenthaltsort zu ändern. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Du bist keine große Hilfe. Wer dich entworfen hat, sollte sich schämen. Dann schick jetzt den Notruf ab.
Es wird empfohlen, zunächst schnell den Aufenthaltsort zu ändern. Außenbordmotor registriert. Empfehlung, aktivieren. Schönen Dank auch. Einfach so bekomme ich... Jetzt hat es geklappt. Perfekt. Verbindung hergestellt. Motor funktionsfähig. Motor kann allerdings nicht gestartet werden, da kein Treibstoff vorhanden ist. Tolle Wurst. Leer. War umsonst. Na toll. Registriert. Gefahrenstufe 3. Sie befinden sich offiziell in Gefahr. Empfehlung? Rettungsring auswerfen. Rettungsring auswerfen? Es ist doch niemand im Wasser. Und ich falle hoffentlich nicht rein. Das Prune-Hochsee-Sicherheitsprotokoll schreibt das Auswerfen eines Rettungsrings vor. Na gut, wenn du meinst. Was ist, wenn ich mir den überwerfe? Gut. Ab ins Meer damit. Blob, und weg ist es. Toll. Gefahrenstufe 4. Kein Rettungsring mehr in Reichweite. Aussichtslose Situation. Verdammt. Dann jetzt den Notruf. Sturm wird das Boot gleich erreichen. An welche Person soll ihr letztes Backup geschickt werden? Aber ich kann mich doch an niemanden aus meinem früheren Leben erinnern. Da muss doch irgendwer sein. Irgendeine Person, die mich beeindruckt hat. An die ich ja. Ein Larry Leffer? Ihr Standort und ein verschlüsseltes Backup des gesamten P-Phones inklusive privater Daten werden an Larry Leffer geschickt. Moment. Ich bin mir doch gar nicht sicher, wer das genau ist. Sturm kommt an. Gefahrenstufe 5. Schönen Tag noch. Bums. Tja, das war's dann auch mit dir. Tschüss! Ja. Divi, das war's. Es wird auch ins Handy gezoomt. Senden erfolgreich. Ja. Nur leider ist Faith nicht mehr da. Um das noch mitzuerleben. Leute! Das war auch der Epilog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, mir scheißegal. Ja, Leute, das war's mit diesem Let's Play. Mit diesem Projekt Leisure Sweet Larry Wet Dreams Don't Dry oder auch Feuchte Träume sterben nicht. Ja. Der zweite Teil wird auch bald noch kommen. Aber bis dann sehen wir uns. Damit sage ich, wir sehen uns beim nächsten Part-Video, wie auch immer ihr es nennen wollt. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, einen Kommentar in der Kommentarbox dazulassen und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Champnader. Ciao!